Salü, Shalom, Juppi, Juppa, Parapapla, Balabla, Habla, 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 Aufnahmetest, Balabla, Habla, Habla, Habla. Okay, mal schauen, mal ein bisschen lauter hier, ein bisschen im Menü rumspielen. Wir nehmen uns gleich wieder. Wir nehmen uns gleich anständig. Ich glaube, den nehme ich mal wirklich wieder mit rein. Bis gleich. So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Let's Play, ein Spalzen, Zweizen. Jawollo, Aufnahmetest, gut überstanden, Spiel fortsetzen. Ich mache immer vor dem Spielen einen Aufnahmetest. Vor jedem einzelnen Part mache ich einen Aufnahmetest. Habe ich bei Evolent schon gesagt, Leute, die bei Evolent nicht reingeguckt haben, sondern nur hier schauen, sollte man anständigerweise machen, denn es kann nämlich sein, dass nach dem Aufnahmetest, oder nach der Aufnahme auf einmal sich irgendwas resettet hat, zurückgesetzt hat, keine Ahnung. Letztes Mal haben wir uns ja hier ordentlich durchgeballert an der Werkbank und müssen jetzt eigentlich, wo muss ich denn hin? Da rein in den Fahrstuhl. Da können wir wieder lustig, tralalala. Schöne anständige Fahrstuhlmucke spielen, ich bereite mich schon mal drauf vor. So. Ich habe alles parat. Per Hand. Aufzug geht und los geht das hier. Tanzen wir. Und ich bin dazu geil. Through Fire and Flames von Dragon Force. So, jetzt reicht's aber. Huch, was ist denn jetzt los? Was war denn das gerade? Habt ihr das gesehen? Als würde er fliegen, schweben, sterben. Was ist denn hier? Oh, ui, ui. Der Marker, der ultra riesigste Riesen. Gott. Das habe ich gebaut. Oh, das alles mit den eigenen zwei Händen. Mit Isaac. Inception. All die Leichen, die sie hier reinließen. Ich ging kurz vor einer Konvergenz. Aber wir haben nie mit so vielen Leichen gerechnet. Hört doch mal, das ist doch dieser Inception-Sound, oder? Wofür er erschaffen wurde, Isaac. Du musst uns ganz machen. Beziehungsweise ein bisschen hat es mich auch an Krieg der Welten erinnert, wenn die Viecher aus dem Boden kamen. Einfach nur schön, so einen Sound mag ich. Ich weiß nicht warum, ich finde den so richtig schön gut. So, jetzt müssen wir mal hier drin. Was ist denn das für ein Gerät? Ein Ofen, du! Ordentlich. Sind da Stacheln drin? Das sieht irgendwie gruselig aus, da gehe ich nicht hin. Was haben wir denn hier Feines? Einmal eine Detonatormine, damit können wir ein paar Sachen in die Luft jagen. Und da drüben ist noch Knapphalsken! Ich guck mal kurz auf die Uhr, wie spät haben wir es denn jetzt? Kurz vor um. Würde ich sagen, 15 Minuten, 10 Minuten noch. Nehmen wir einfach, ja jetzt ist es, ja okay. Egal, ich verdümpel die Zeit hier, indem ich einfach nichts tue. Was muss ich denn hier machen? Muss ich das Ding irgendwie in Kraft setzen? Muss ich das irgendwie rausziehen? Muss ich da rangehen und E drücken? Nö. Wo muss ich denn hin? Ich muss zu dem Gerät. Der Gerät! Der Gerät ist vor dem Chef im Geschäft. Hallo? Der Gerät, kommst du auch mal? Hä? Ich gehe doch daran, aber es passiert nichts. Der Gerät funktioniert nicht. Ah, jetzt. Dann kraxel mal rin, du alte Hotte! Schritt 1. Reinkriegen. Schritt 2. Die
Die Schrauben werden rundherum festgezogen. Aha. Ins Auge dich die Nadel sticht. Ach du Kacke. Blut strömt über dein Gesicht. Ach, guck mal hier. Ah, ich verstehe. Und jetzt? Naja, komm. Können wir einfach draufdrücken, oder? Ich weiß es nicht. Gehen wir in die Pupille? Kein Plan. Einfach da unten gehen. Ja, Rinder. Komm, ich piek's mal irgendwie auf. Au! Oh! Wie krass ist das denn? Die haben es aber auch mit ihren Augen, war? Die Entwickler, kann das sein? Die sind irgendwie so augenfixiert. Erst hat sich Strost das Auge genommen, dann hat sich Ellie, hat der Ellie das Auge ausgestochen. Schritt 1. Reinkriegen. Die haben total den Augen fertig. Die wie bei Star Wars, in jedem Film mindestens einer Person der Arm abgeschlagen werden muss. Schon mal aufgefallen? In jedem Film. Blut strömt über dein Gesicht. So, das ist doch relativ, also immer in der Pupille halten. Na komm, Isaac. Na komm. Halt die Pupille still. Nicht so schnell. Ganz ruhig. Isaac, ganz ruhig. Du kriegst das hin. Ist ja gut. Ey, bleib doch mal still. Vorsichtig. Vorsicht ist die Mutter der... Aua! Aua, das stelle ich... Was ist jetzt mit ihm los, ey? Nicole! Wo bist du? Da ist er. Folge dem Licht, Isaac. Ich werde bei Marker auf dich warten. Aber was soll ich tun? Verdammt. Oh, wei. Uah, ist das... Also... Oh, Kapitel 14! Sehr schön. Das Ding ist im Arsch? Ich muss da lang weiter, okay. Was? The fuck? Wer bist du denn? Ey, yo, Großer! Ich hab da mal was für dich vorbereitet, ich hab da was hingelegt! Lauf mal rein! Fände ich gut! Ach, das ist einer von denen, die sich regenerieren! Oh Gott, dann zappeln lassen und schnell! Schnell! Diese Regeneratoren, die finde ich voll scheiße, die finde ich voll furchtbar! So, dann schnell, da, und, wo, da. Nein! Oh, fuck you. Das war nicht so gut, ich will die 4. Mach auf. So, der kommt mir jetzt nicht in die Quere. Oh Gott. Ja, ist ja gut, jetzt muss ich lang. Da lang. Ich das schon höre. Oh Gott, ein Kritiker. Ich habe immer alles auf. Und rett schnell. Da kann ich speichern. Ach, hier kann ich... Ah, gut. Hier bin ich sicher. Wie es aussieht. Ein Audiologe. Tigman, diese Evakuierung ist illegal und das wissen Sie. Sagen Sie mir nicht, was ich auf meiner eigenen Station tun und lassen kann. Mein Großvater hat Ihnen erfahren, lange bevor Sie Ihre Mängel vollgeschissen haben, junger Mann. Sparen Sie sich die Vorträge. Sie wissen, dass ich recht habe. Das Projektprotokoll verbietet eine Evakuierung und hat eine Sicherheitsverstoß. Huch, oh mein Gott. Oh, scheiß Kohlensäure, tut mir leid. Das war nicht geplant. Ich bin voll eklig, ey. Manche haben schon recht, also Luna, du bist schon manchmal ganz schön ekelhaft, aber bin halt einer der Ekelhaften. Ey, ich kann nichts dafür, es ist die Kohlensäure. Und das Met, was ich gegessen hab. Das Met, das muss raus, du. Das muss raus. Ich renn einfach durch. Ich hab Angst. Sicher. Das ist mir scheißegal, ich nehm jetzt den. Peng!
Du lebst ja immer noch. Ey, wie viel die einfach mal aushalten, die Kacke. Ist alles voller Water, kann das sein? Ah, guck mal hier. Ist ein Zeug zum Aufsammeln. Wunderbar. Haben wir da was zum Sammeln? Nö. Ach, guck mal doch hier. Energieknoten. Oh, ne, gibt's so viele Energieknoten. Die kann ich gut gebrauchen. Die verpulver ich dann einfach. Ich hör doch da was. Oh, diese Geräuschkulisse ist in diesem Spiel immer noch herrlich. Uah! Uah! Der Regenerator! Der Imperator! Der Wurstpeter! Wursti! Du warst nie für mich da! Scan, scan, scan! Was? Der will nicht! Der will nicht! Da muss ich den Typen von der Bank da vorne nehmen. Hier ist was, hier ist was, hier ist was! Nimm, 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 nimm! Mach auf! Mach auf, mach auf, mach auf! Renn, Digga! Isaac, speichern! Ja, ist doch jetzt... Ey, wo kommst du denn her? Dann speichere ich halt nicht. Scheiß doch drauf auf die Kacke. Lass mich doch mal, ihr Kotzlich-Wüteriche. Wow, er ist so schnell. Ich renne einfach. Scheiß drauf, ich renne. Irgendjemand hat gesagt, hier in Kapitel 14 soll ich rennen. Das wäre am einfachsten, weil ich sonst zu viel Munition verschwende. Aber zertreten, von der Zertreten hat keiner was gesagt. Egal, rennen, Isaac, rennen. Du hast genug. Du hast genug erlebt. Mein Freund, der Baum ist tot, der starb im frühen Morgenrot. Ja, ich habe ja noch Viecher am Arsch. So, da ist noch was drin. Nimm auf, nimm auf. Man kann nie genug haben. Von der Zeug. Stirb. Ja, renn, 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 renn. Mach auf, mach auf, mach auf. Nimm. Peng, peng. Weg. Oh Gott. Schnell. Fahrstuhl, Fahrstuhl, Fahrstuhl. Mach hinne. Hinne, 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 hab ich gesagt. Boah, Arschloch, mach doch mal jetzt schneller. Nein, 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 nein. Fickt euch. Fickt euch. Zu, 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 mach zu. Voll die Munition verschwendet, egal. So, genug Gefahrstuhl. Da, fuck, ey. Oh Gott, wenn ich das wie schon höre, ey. Wo? Da vorne! Der Regenerator! Boah! Nein, 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 nein! Mach auf die Tür, mach auf die Tür, mach auf die Tür! Geöffnet, öffnen, 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 öffnen! Oh, kack ab, ey! Kack doch ab! Mach hin, mach hin, mach hin, mach auf! Mach auf, mach auf, mach auf! Mach auf! Boah, ey. Oh, es ist ruhig. Oh, fuck you, ey. Aber gar keine Luft mehr? Oh, das ist auch doof. Oh, oh. War da was? Für mich irgend so ein Vieh am Arsch? Muss ich da durch? Da muss ich durch. Ich denke mal, das muss ich stasen irgendwie. Jawohl, durch, meine Freunde. Da geht's weiter, okay. Das ist schon mal relativ easy jetzt hier. Ist so ein kleiner Bereich, ist relativ einfach, glaube ich. Stasen und weiter. Ja, das geht. Das geht. Okay, man muss... Oh! Da hinten, das Vieh. Am Arsch! Kannst mich mal am Arsch lecken. Okay, schnell durch. Wow, schnell durch, habe ich gesagt! Oh, am Arsch ist, ey! Ohne Witz! Mistvieh! Komm schon. Den letzten Blubbel krieg ich auch noch. Jawohl. So, jetzt muss ich aufpassen. Beide unten. Wo es dann hell wird. Und schnell durch. So, das Blubbelding habe ich. Es hatte doch irgendwas. Nee. Okay, und schnell durch. Ist jetzt nicht so schwer. Es hat was verloren. Da, bestimmt so ein. Genau, wusste ich's doch. Ich verliere doch meistens immer so ein Scheißteil. Und Schwerkraft aktivieren. Ja, wunderbar. Das ging ja noch. Gerade so gut. Austritt Vakuum. Ding dang, ding dang, ding dang, ding dang. Bin ich hier sicher? Ah! Aber das funktioniert nicht. Du musst mich gehen lassen. Dann werde ich dich nie wiedersehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Du musst es tun. Okay. Wenn sie das schon sagt, Isaac, dann mach das einfach. Sie sagt's doch. Sie will mit dir nichts mehr zu tun haben. Sie ist dir fremdgegangen in deiner eigenen Fantasie. Du Vollhorst, ey. Energieknoton, den aktiviere ich mal. Denn man kann...
Denn die wissen, was drin ist und Energieknoten kosten gar nicht so viel. Außerdem krieg ich den hier wieder. Das ist super. Gleich zwei auf einmal. Boah, das hat sich voll gelohnt. So, Medipacks, da ist. Das geht nicht auf. Das war's schon. Na gut, immerhin ein Energieknoten mehr und Medipacks. Medipacks sind immer gut. Medipacks sind auch wichtig. Ich habe jetzt zwei. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Menge Medipacks. Davon habe ich genug. Die Detonatorminen sind auch okay. Ich brauche ein bisschen Munition, denn ich denke, das geht bald dem Ende zu, das Spiel. Es sieht zumindest schon mal ganz stark danach aus, als wenn es bald durch ist. Guck mal hier. Noch ein Energieknoten. Zum Ende hin schmeißen sie wieder mit der Scheiße um sich, weißt du? Das ist total übertrieben. Ah, hier ist sogar noch ein Shop. Und da ist eine Werkbank. Und da vorne ist Speicher. Aha. Dann gehe ich mal zum Shop. Kauf erstmal dick ein. Im Inventar habe ich, also das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Die Stase behalte ich erstmal. Detonator-Min, gut, so oft benutze ich ihn nicht, deswegen verkaufe ich das jetzt. Das Sniper-Ding ist ganz cool. Davon Impuls brauche ich ein bisschen was und von der Cutter und vor allem Medipacks, mittlere. 1, 2, 3, 4 und Cutter-Munition. 1, 2, 3, 4, 5. Und Impuls brauche ich auch noch ein bisschen. So, guck mal, ich bin jetzt voll beladen, ey. Wer mir jetzt entgegenkommt, der kann sich mal ordentlich die Puppe lecken. Im Safe ist haufenweise Scheiße drin. Verkauf mal den. Dann verkaufe den. Und da ich damit eh nicht mehr spiele, verkaufe ich den auch. Das verkaufe ich auch. Davon gibt's auch genug. Jo. Muss reichen. So. Jetzt habe ich ja noch ein bisschen, für die Werkbank. Ich glaube, da jetzt, wie gesagt, das Spiel bald zu Ende ist. Es gibt nämlich nur 15 Kapitel. 14 soll relativ kurz sein, hat man mir gesagt. Werde ich jetzt erstmal das Rig, habe ich aufgewertet, genau. Den Schaden mache ich nicht. Stase mache ich auch nicht. Oder Stase? Dauer, ja, gut. Ist jetzt auch Quatsch. Das Suchergewehr werde ich vor allem erhöhen. Oder das Impuls. Kapazität einmal. Genau. Ein Plasma-Cutter. Was gibt's da? Tempo. Ja. Nachladegeschwindigkeit ist Quatsch. Aber vor allem das Suchergewehr. Schaden. Ich werde mir vielleicht ein bisschen was holen und das Suchergewehr verstärken. Weil damit habe ich jetzt eine Menge Munition gesammelt und vor allem macht das auch richtig guten Schaden. Das werde ich jetzt öfter mal verwenden. Da, wie gesagt, das Spiel bald durch ist, kaufe ich jetzt mal richtig dick ein. Richtig fett. Ich denke mal, einen Anzug gibt es eh nicht mehr. Von daher, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ein bisschen Geld lasse ich mir noch über, falls wir doch noch was brauchen sollten. Gut. Immer noch aufrichten. Das Sucherding. Kapazität. Geht in der scheiß Richtung hier unten. So. Schaden. Schaden. Gut, lieber Kapazität noch erhöhen, wa? Ja, ja. So. Gut, das reicht erstmal. Guck mal, wie viele Schüsse ich jetzt damit hab. 6, das ist doch schon mal super. So, alles nachladen, was ich habe. Ich habe alles nachgeladen. Ich bin voll ausgerüstet. Ich gehe speichern. Okay. Dann ist das wohl das Ende des Spiels, Leute. Es kann also jetzt nur noch sich um ein bis zwei Parts handeln. Die kommen maximal. Ansonsten bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Vorm Finale, zum Finale, zum vielleicht sogar letzten Part Dead Space 2. Bleiben wir gespannt. Also dann, Leute, wir sehen uns beim Ende. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blabbi, 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 blabbi.